Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir spielen noch eine Runde Battle Chasers Night War für die Switch. Es geht auch sofort los. So, da sind wir wieder und wie man sehen kann, befinden wir uns jetzt im Dorf. Gehen aber hoch in den Norden zu, beziehungsweise nicht zu Destra, aber da, wo sie sich hin verflogen hat. Versuchen wir mal hochzukommen. Wir werden mal alles einsammeln, was wir da so finden können. Denn es gibt ja hier genug Materialien, die man einsammeln kann. Für Verzauberung, für alles. Ich hoffe mal, wir finden hier was Gutes. Gegen die Gegner müssen wir leider antreten, denn ich muss ja auch ein bisschen Erfahrung sammeln und meine Leute ein bisschen hochpushen. Das nehmen wir alle mit. Meine Leute auch ein bisschen gebufft, also habe ich deren Rüstung ein bisschen verstärkt. Wir wollten eigentlich ein bisschen mehr reinhauen jetzt und auch mehr Leben haben, wie man sieht. Ein Peitschenhieb. Oh, das war's. Ein Sieg, wieder verbucht. Wir sind Calibretto, steigt bald auf. Gut. Epische Teile gefunden. Brauchen wir auch. Wir forsten einfach alles mal hier. Da sind hier viele Gegner und so. Auch noch keinen Sinn gegen Destra anzutreten, weil ich denke mal, wir waren da schon einmal drin, das wäre zu stark schon alles. So. Unterkühlt. So. Hau schon rein. Aber das macht man. So, wir müssen auf jeden Fall Kalibrator nach oben bekommen. Warte. Nimm. Gewundene. Gehen wir mal rein. Wenn das gewunden ist, schauen wir uns das mal an. Denk dran, die Rezepte zu lesen, du kaufst und findest auch Rezepte zu lernen. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass ich das zu wenig getan habe. Aber jetzt habe ich es ordentlich. So. Ja, dann. Eine bedrohliche Statue ragt vor. In dem Winkel eures Verstandes meldet sich eine Stimme zu Wort. Seid ihr bereit, im Labyrinth zu beginnen? Ihr schließt das Labyrinth ab, wenn ihr vor dem vierten Glockenläuten das Ende erreicht. Für die ganz Routine gibt es noch drei Druckplatten innerhalb des Labyrinths. Wenn sie vor dem Aufschub löst, fällt die Belohnung größer aus. Okay. Probieren wir mal. Ich fühle äußerste Dringlichkeit bekommen von euch. Sollen wir anfangen? Ja. Okay. Okay, das tut weh. Gehen erstmal hier längs, würde ich sagen. Ich kenne zwar nicht den Weg hier, aber wir werden. Folge mal mein Bauchgefühl. Eine Glocke läutet in der Ferne. Okay. Komm mal ein schnelles Glockenläuten. Da ist. Ja, hier geht's nicht weiter. Oh, das zweite Mal. Dann der Axt.
Das schaffe ich nicht. Oh, was passiert, wenn ich das nicht schaffe? Sterbe ich denn sofort? Ach so, das hat drüben aufgemacht, na super. Okay. Da muss man sich aber gut hier auskennen. Bin ich beim Ziel? Der Brenn wurde nicht abgeschlossen. Oh. So nochmal. Los geht's. Ich glaube, egal wo wir längst gehen. Es gibt ja zwei verschiedene. Wir testen jetzt mal alle hier durch. Auch hier, es ist egal, wo ich reingehe. Okay. Verstanden, dann bin ich ja hier so verkehrt. Ah. Mit den Schalter müssen wir noch schaffen. Ja, von hier oben. Oh. Hört ihr noch mit? Wurde rechts abgeschlossen. Oh Mist, wir hätten die dritte Druckplatte auch reichen müssen. Okay, also ich möchte auch das dritte Ding haben. Okay. Können wir es nochmal machen? Ja. Testen es nochmal. Wollen wir uns nicht beeilen? Platten zu drücken. Ach, da. Ja. Also ich suche einmal die dritte Druckplatte. Ich will schon mal wissen, wo die ist. Wir müssen gleich raus, da oben ist der Ausgang. Muss noch irgendwo eine Druckplatte geben. Oh, komm schon. Das ist aber ein Ding der Unmöglichkeit, glaube ich. Okay, da muss man auf jeden Fall einen anderen Weg finden. Der hier ist unmöglich. Oder? Das ist unmöglich. Das Buch nochmal hier. Nee, das kann man nicht schaffen.
Okay, aber das versuchen wir nochmal. Darf man sich keine Fehler erlauben hier? Und muss sehr, sehr zügig über links laufen. Hopp dich mal. Schon das zweite Mal. Oh, das schafft man doch nicht. Oder? Der Zeit her schafft man es doch nicht. Mag das Spiel. Cool. Durchkommen in einer annehmbaren Geschwindigkeit, sollte es wirklich machbar sein. Naja, das schaffe ich nicht. Schnell, schnell, schnell. Oh, ich war doch kurz davor. Oh ne, das ist ja beschissen. Das müssen wir nochmal machen. Okay, nochmal. Ich muss noch eine Abkürzung geben. Ehrlich. Okay, das war die erste. Bin ich den falschen Weg gelaufen. Na gut. Kann man nicht schaffen. Ich hab gar nichts gelaufen jetzt. Ah ja. Und wie soll man es schaffen, das überhaupt so schnell? Wo man hier ankommt. Da ist schon einer her, okay. Muss einen anderen Weg finden, warte mal. Bewegung, anderen Weg. Och man, auch in den falschen reingelaufen, das ist doch kacke. Müssen wir nochmal machen. Wir nochmal hinlaufen.
Los geht's. Leben verlieren was nicht schlimm. Oh. Ein Fehltritt war das, aber es müsste trotzdem klappen, oder? Ich bin ja eigentlich relativ nah dran. Ah, locker. So, wir haben alle erwischt, oder? Hier drin sind ja großen. Oh, das klingt auch noch gut. So, schauen wir uns an, was wir da so haben. Gut gereist sein. So, Ausdauer 200 und die Waffen gehen auch höher. Physische Abwehr ist ein bisschen weniger, Angriffsstärke geht runter und 22. Ach so, weil ich die ja nicht gepusht habe, die Waffe, ne? Nehmen wir erstmal mit, die Waffe. Schaden minus 8. Ausdauer minus. Auch nicht benutzen gerade. Und du hast im Weg, dass du es auf der Einkommeninsel ein bisschen vergraben wird. Das kann doch mal. Hier noch? Ende. Reifte Aufmunterung. Oh, da war noch was. Gut. Haben wir ja ganz gut gemacht hier. Würde praktisch auch genau hier stoppen. Haben wir ein bisschen hochgepusht. Und können beim nächsten Mal vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr auf die Eiszeit eingehen hier oben und versuchen Destra zu bekommen. Hoffen wir zumindest, es klappt. So, hier geht's mal raus. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.